Grisha, es war heute ein Charité-Spiel, das von eurem Sponsor Kleiber Markisen versteigert wurde. War es darüber hinaus noch was anderes? Ja, klar. Also Bruchsal ist ja, glaube ich, so die nächstgrößere Stadt hier in Karlsruhe. Von dem her kennen wir auch, also ich kenne ein paar Jungs, die hier bei Bruchsal spielen, die halt in Karlsruhe studieren, die früher mit mir die Jugendmannschaft durchlaufen haben. Von dem her war es für mich ein ganz gutes Spiel. Was war es für ein Spiel heute? Was für ein Spiel hast du heute erlebt? Ja, ist ja immer so, wenn man gegen jetzt vermeintlich kleinere Gegner spielt, dass die halt hochmotiviert sind. Und ja, für uns war das erste Spiel. Von dem her denke ich, wir haben das ganz gut gemeistert. 5-0 ist es ausgegangen. Ist, denke ich mal, okay. Gibt es sonst noch irgendwelche Besonderheiten, gegen Bruchsal zu spielen? Für dich persönlich vielleicht? Ja, für mich persönlich nicht so. Ich komme ja nicht aus dem Raum, ich komme ja eher da aus der Stuttgarter Richtung. Aber ja, ich fand es ganz gut gemacht hier. Ja, coole Location, guter Platz, macht schon Spaß. Ich habe es ja schon erwähnt am Anfang, es war ein Wohltätigkeitsspiel. Teilweise für 8.000 Euro ist es versteigert worden an den 1. FC Bruchsal. Und das Geld ist an die Jose Carrera Leukämie Stiftung gegangen. Ist das wichtig für euch oder was für einen Stellenwert hat es für euch, solche Veranstaltungen? Ja, einen sehr hohen Stellenwert. Also wir sind froh, wenn wir damit anderen Leuten was Gutes tun können. Und jetzt werde ich hier gerade gestört von Bubba Kaveri. Aber doch, ich bin froh, wenn mit dem Geld anderen Leuten geholfen werden kann. Und ja, macht umso mehr Spaß und wenn man weiß, dass jemand da davon profitiert. Grisha, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg in der Restvorbereitung zur kommenden Saison. Vielen Dank. Ciao, ciao.